Das Orgelporträt. Die Österreich-Bosch-Orgel in Margretenhaun. Margretenhaun ist ein Ortsteil der Gemeinde Petersberg im Landkreis Fulda in Hessen. Erstmals urkundlich erwähnt wurde das Dorf im Jahre 1093. Vermutlich ist es von der Propstei Petersberg, einem Tochterkloster der Reichsabtei Fulda, gegründet worden. 1968 schloss sich Margretenhaun mit den Gemeinden Böckels und Rex zu einer neuen Gemeinde zusammen, die dann 1972 im Zuge der hessischen Gebietsreform zur Gemeinde Petersberg kam. Margretenhaun liegt in der Mitte Deutschlands, im Osten Hessens, in der westlichen Vorderrhön, östlich von Fulda und der Autobahn A7. In Margretenhaun liegt der geografische Mittelpunkt des Landkreises Fulda. Als Symbol hierfür wurde 2008 an dieser Stelle eine Basaltsäule errichtet. Im Ort leben heute knapp 1000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die katholische Pfarrkirche St. Margareta wurde 1487 im spätgotischen Stil an der Stelle eines älteren Baus errichtet. Im Mittelalter war Margretenhaun der Mittelpunkt einer Großpfarrei, die bis zur Ulster reichte und aus der später die Pfarreien Dippertz, Eckweisbach, Hofbieber, Kleinsassen, Schwarzbach und Steinhaus herausgelöst wurden. Im 18. Jahrhundert wurde die Kirche im Inneren mit Barockaltären ausgestattet und 1784 bekam sie eine neue Orgel aus der Werkstatt von Johann Markus Österreich aus Oberbimbach bei Fulda. Von diesem Instrument erhalten ist der spätbarocke Orgelprospekt. Das klingende Werk ist ein Neubau aus dem 20. Jahrhundert. Zu Beginn hörten wir Choral und Menuett über Jesu meine Freude aus einer längeren Choralpartita des Kirchenmusikers und Komponisten Christoph Brückner. Es folgt eine Aria des Rhöner Barockkomponisten Johann Valentin Rathgeber. Thank you.
Der Orgelbauer Johann Marcus Oestreich wurde 1737 geboren. Sein Vater Jost Oestreich war Schreiner und erlernte das Orgelbauhandwerk vermutlich bei dem Schreiner und Orgelbauer Johannes Bien in Blankenau. Aber erst als sein Sohn Johann Marcus ab etwa 1760 den Vater in der Werkstatt unterstützte, sind Neubauten der Oestreichs belegt. Es wird vermutet, dass Johann Marcus seine Ausbildung bei dem Frankfurter Orgelbauer Philipp Ernst Wegmann erhielt, aber belegt ist das nicht. Wir vermuten es aber anhand einer Besonderheit im Prospektaufbau bei größeren zweimanualigen Orgeln. Daneben baute Johann Marcus Oestreich eine größere Anzahl von kleineren, einmanualigen Werken im Gebiet des damaligen Hochstifts Fulda. In diese Reihe gehört auch die 1784 vollendete Orgel in Margretenhaun. Zeitgleich baute Johann Marcus Oestreich eine seiner größten Orgeln für die Pfarrkirche in Bigge in Westfalen, hier mit einem jener typischen breit angelegten Oestreich-Prospekte, der in ähnlicher Form auch bei den Instrumenten in Niedermoos, Detmold und Gemünden an der Wora zu finden ist. Ab etwa 1800 fand Johann Marcus Oestreich tatkräftige Unterstützung durch seine beiden Söhne Johann Adam und Johann Georg, die zunehmend selbstständiger agierten und später die Werkstatt aufteilten in den Bimbacher Stammbetrieb und eine zweite Werkstatt in Bachrhein, unmittelbar vor den Toren Fuldas. Wie es scheint, hat Johann Marcus Oestreich aber noch viele Jahre in der Werkstatt mitgearbeitet. Er starb 1833 im gesegneten Alter von 95 Jahren. Die Orgel in Margretenhaun erhielt 13 Register auf einem Manual und Pedal. Abgesehen von einigen kleineren Reparaturen wurde die Oestreich-Orgel bis nach dem Zweiten Weltkrieg nur geringfügig in ihrer Substanz verändert. 1954 erbaute der Orgelbauer Alban Späth aus Fulda eine neue pneumatische Pedallade mit 3 Registern. Und 1974 schließlich erfolgte ein Neubau durch die Orgelbaufirma Gebrüder Hay aus Urspringen in der Rhön. Hierbei wurde zwar die ursprüngliche Disposition der Oestreich-Orgel von 1784 nachgebaut, ansonsten aber sowohl die technische Anlage samt Windladen und alle Pfeifen neu hergestellt. Im Zusammenhang mit der 1993 durchgeführten umfangreichen Kirchenrenovierung wurde auch die Orgel erweitert. Hierbei wurde die seither einmanualige Orgel um ein zweites Manual erweitert und 6 Register erneuert. Unter anderem wurden die beiden Zungenstimmen, Trompete und Posaune, nach dem Vorbild der originalen Register in der Oestreich-Orgel zu Niedermoos rekonstruiert. Darüber hinaus stehen 5 Register auf Wechselschleifen, sodass sie wahlweise entweder im ersten oder im zweiten Manual spielbar sind. Diese Arbeiten wurden von der Firma Werner Bosch Orgelbau aus Niestetal bei Kassel durchgeführt. Es folgt eine zweite jener insgesamt 60 Arien aus der Sammlung Musikalischer Zeitvertreib auf dem Klavier des Rhöner Komponisten Valentin Rathgeber. Thank you.
Orgel der Pfarrkirche St. Margareta zu Margretenhaun besitzt heute insgesamt 17 Register auf 2 Manualen und Pedal, wovon wie gesagt 5 Register mittels Wechselschleife wahlweise auf dem ersten oder dem zweiten Manual gespielt werden können. Man könnte also auch von 22 Registern sprechen. Das Hauptwerk, das seit 1974 vom Ton Groß C bis zum dreigestrichenen F ausgebaut ist, besitzt die für Österreich typische breite Palette an 8 Fußregistern, nämlich Gedakt, Quintertön, Gamba, Salizional und Traversflöte 8 Fuß. Dazu kommen Prinzipal- und Kleingedakt 4 Fuß, eine Quinte 2/2 Drittel Fuß, die Oktave 2 Fuß sowie eine vierfache Mixtur. Die Trompete 8 Fuß des Hauptwerks ist in Bass und Diskant geteilt. Das Oberwerk besitzt nur 2 eigene Register, nämlich ein Flageolett 2 Fuß und eine Terz 1/3 Fuß. Die 5 übrigen auf dem Oberwerk spielbaren Register stehen auf Wechselschleifen. Es sind dies die Stimmen Gedakt, Salizional und Traversflöte 8 Fuß, das Kleingedakt 4 Fuß sowie die Quinte 2/2 Drittel Fuß. Das Pedal hat einen Tonumfang bis zum eingestrichenen D und besitzt die 4 Register Subbass und Posaune 16 Fuß, Oktavbass 8 Fuß sowie einen Choralbass 4 Fuß. Hinzu kommen Tremulant, Manualkoppel und eine Pedalkoppel zum Hauptwerk. Bei der Intonation der Stimmen hat man sich hörbar Mühe gegeben, den Klang einer originalen Österreich-Orgel weitgehend nachzuempfinden und die Intonation entsprechend nach historischen Vorbildern gestaltet. Überzeugen wir uns hiervon abschließend in 2 Choralvorspielen von Johann Gottfried Vierling, dem in Schmalkalden wirkenden Komponisten, der mit der Orgelbauerfamilie Österreich in vielfältiger Weise in Freundschaft und Hochachtung verbunden war. Die Österreich-Bosch-Orgel ist heute optisch wie klanglich ein Schmuckstück in der auch ansonsten sehenswerten Kirche des Ortes Margretenhaun.